Ein wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur einzigen weltweiten World of Warcraft Show, auch jetzt noch bei Kiga. Und ganz neu mit Christbaumkugeln im Programm. Und ganz neu mit dem jungen Mann hier. Ach Gott, du bist, ich dachte jetzt, da ist Maxi hier. Mein Fehler. So, wir kommen direkt, wir haben es ein bisschen eilig, wir kommen direkt zu unseren News und Neuigkeiten. Was ist denn so passiert in der vergangenen Woche, Phil? Und zwar, das Erscheinungsdatum zu World of Warcraft Wrath of the Lich King rückt näher. Blizzard hat offiziell ja angekündigt, dass es im Quartal 4 des Jahres 2008 soweit sein wird. Näheres Datum hatten sie nicht genannt. Jetzt ist aber ein Datum durchgesickert, und zwar der 27. November. Normalerweise ist das eigentlich nicht das große Problem, beziehungsweise ist das eigentlich nichts Neues, denn normalerweise sickern ja öfter mal Erscheinungsdaten durch. Aber dieses Mal kommt dieses Datum vom Schweizer Händler WOG, und der hat auch schon bei The Burning Crusade richtig gelegen. Das heißt, es könnte sein, dass am 27. November Wrath of the Lich King in den Läden steht. Oh, würde vielleicht auch erklären, warum Amazon schon zu Anfang November Hilfskräfte einstellt, die womöglich beim Versand von Wrath of the Lich King helfen sollen. Normalerweise geht das immer erst Mitte Dezember los, dass die noch mehr Leute einstellen, eben zum Weihnachtsgeschäft. Was denn hier jetzt passiert? So, schauen wir mal auf meinen Monitor, denn endlich bekommt sie das, was sie doch schon so lange verdient hat. Lady Sylvanas Windrunner, die Anführerin der Untoten, ja, wird zur Hochelfe. Ja, sie kriegt endlich das richtige Modell. Ja, weil sie ist halt eine Nachtelfe und da steht halt in Undercity so eine tote Nachtelfe rum. Hier, wir haben noch ein Foto, kommen wir nochmal weiter hier. Sehen wir sie aus dem anderen Winkel, und sie wird zur Hochelfe. Das, was sie also wirklich ist, das freut uns. Und zwar das Ganze aber leider auch erst mit Wrath of the Lich King. Das ist ja wirklich ein Trend, den wir jetzt auch hier mehr gesehen haben, dass Blizzard auch in der alten Welt ein bisschen was tut, werden zum Beispiel Texturen ein bisschen geändert. Wir sehen ja schon im Vergleich zu Burning Crusade und zu Northrend, das ist alles schon ein bisschen matschig, was da schon, was die Engine seit ein paar Jahren in der alten Welt auf dem Buckel hat. Und da will ein bisschen nachgearbeitet werden. Zum Beispiel Oga habe ich schon Screenshots gesehen und jetzt auch noch die gute Dame. Echt, Oga? Sehr nett. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Werfen wir nochmal einen Blick auf Drops, weil Drops sind ja das, was uns alle so beim Spielen fasziniert. Und zwar sind erste aus Naxxramas aufgetaucht, denn man kann jetzt in der Beta von Wrath of the Lich King endlich Level 80 werden. Und hier sehen wir einen Zweihandkolben. Schauen wir uns einfach mal nur die Basisdaten an. 880 Max Damage und 203 pro Sekunde. Im Vergleich dazu hier die bisher krasseste Waffe im Spiel, und zwar Zweihandwaffe im Spiel, das Schwert von Kil'jaeden, dem Endboss des Sonnenbrunnens, hat nur 148 DPS. Das heißt, wir steigern uns um ein Drittel, also nochmal 50 DPS mehr. Ich sag mal so, nichts anderes habe ich erwartet. Mit Burning Crusade war das ähnliches Spiel. Wobei, im Vergleich, das möchte ich noch ganz kurz anführen, wir nehmen hier einfach mal ein Tankschwert aus Naxxramas, allerdings ist das aus der 10er Instanz. Ja? Ja. Das ist nur minimal, also im Verhältnis minimal besser als das bisher Beste, das von Illidan nach. Das ist ja auch gar nicht. Du sollst ja auch in die große Version gehen der Instanz. Wir gehen jetzt ganz klein bisschen in die Werbung und sind gleich wieder da mit den neuen Gebieten aus Northrend. Das Erste, was ihr seht, wenn ihr euch in Undercity auf den neuen Zeppelin-Turm bewegt, in den Zeppelin steigt und dann aussteigt, ist dieses Bild. Ein Bärenarsch. Nee, diese Festung hier, einen wunderschönen Blick aufs Meer, und hier rechts ein hohes, was auch immer, Gebirge. Und dann die erste tückische Hürde, wenn man Pech hat, verliert man direkt eine Menge HP, weil man einfach runterfällt. So wie ich gerade. Und es leckt. Man muss dazu sagen, Beta-Server sind zurzeit, oder der Beta-Server ist zurzeit total überlastet. Ja? Gibt ja auch nur einen. Aber das Schöne ist ja, es wird ja auch bald möglich sein, fest vorkreierte Charaktere zu machen, die schon auf Level 80 sind. Nein. Und angeblich. Das ist ein Gerücht. Und angeblich sind die auf einem anderen Server. Okay, das ist, wenn das wirklich. Ich hoffe es. Und das entschlackt natürlich die Serversituation in der Beta. Ich denke, das Erste, was wir euch zeigen sollten, ist einfach ein grafischer Ausflug in die neue Welt von Northrend, in den neuen Kontinent. Schauen wir direkt mal, wo wir uns befinden. Wir befinden uns hier im ersten Gebiet. Das ist der heulende Fjord, wo auch die erste
Instanzkomplex Burg Utgarde zu finden ist. Das waren auch die allerersten Bilder, die von einer neuen Instanz rausgekommen sind. Diese eine Eingangshalle mit den Flammen, das war so das Bild für eine neue Instanz mit Wrath of the Lich King. Holnafjord, ein von Wikingern dominiertes Gebiet mit sehr viel Wald, aber auch schon Ausläufern von Eis, die man hier rechts sieht, weil, schauen wir nochmal kurz auf die Karte, sich dort oben die Grizzly Hills befinden. Das ist also ein wirkliches, ein erstes kleines Schneegebiet. Das ist der Heulende Fjord übrigens nur einer von zwei Startgebieten. Wir landen im anderen. Hi Tom. Daraus hat zum Beispiel Blizzard gelernt mit Burning Crusade. Da gab es nämlich nur ein Startgebiet und da hatte sich dann in den ersten Tagen natürlich die gesamte Serverbevölkerung, ob Allianz oder Horde, die Rübe eingeschlagen. Es ist besonders, und ja, das sagen, wird besonders dadurch natürlich entschlackt. Das wird natürlich dadurch entschlackt, dadurch, dass wir zwei Gebiete haben. Du hast es gerade schon gesagt, die Horde gelangt durch den Zeppeliturm. Die Allianz hat es da ein bisschen schöner. Im Sturmwind werden da extra für Häfen, wird da extra ein Hafen für gebaut, wo die Spieler rüberfahren können ins neue Gebiet. Also ein bisschen stimmiger eingebettet ins Spiel. Ein bisschen langweilig mit dem, mit dem Zeppelinturm. Ja, wir werfen einfach munter, lustig weiter Blicke auf das Gebiet. Wir sind immer noch im Heulenden Fjord. Man muss dazu sagen, die ersten Gebiete wirklich sehr groß, sehr ausschweifend. Insgesamt wird Wrath of the Lich King deutlich größer sein als Burning Crusade. Ja, hier sehen wir nochmal also einen von Stützpunkt der Wikinger. Von der Gebietsfläche. Einfach von der reinen Kilometerzahl, ja. Wie hier schon gesagt, also es ist nicht der Rechner, der so schlecht ist. Das leckt wirklich teilweise in der Beta ultra hart, weil auch das ist der einzige europäische Beta-Server und Blizzard hat wirklich verdammt viele Keys rausgehauen, muss man dazu sagen. Hier sehen wir nochmal einen kleinen Stützpunkt der Horde, wo es so Quests gibt. Das Apothekerlager nennt sich das. Auch hier neue Texturen, neue Grafiken, zumindest auf Eis ist ja Blizzard besonders stolz. Da haben sie was ganz Neues gemacht. Ja, da ein paar Effekte. Vielleicht sehen wir den hier sogar, den neuen Effekt. Das ist nämlich hier dieses Blau, also blaues Eis. Das ist tatsächlich ist schon lustig, oder? Wenn wir hier als Spieletester vor dem Ding sitzen und uns über das Eis amüsieren. Und ja, das beziehungsweise sieht halt schön aus, nicht? Findest du nicht? Super. Ja, finde ich toll. Hier nochmal Wikingergebäude, also die Vrykul, wie die Wikinger in wirklich, also im Spiel heißen, die Rasse, haben sich hier wirklich breit gemacht. Ansonsten Proto-Drachen, die hier noch ihr Unwesen treiben. Wir bewegen uns langsam aber sicher in Richtung Dragonblight oder auch die Drachenöde. Das ist das nächste Gebiet hier oben übrigens. Icecrown und Stormpeak sind noch nicht freigeschaltet für die Spieler, nur das so viel zur Information. Eine kleine Anmerkung von mir, wenn ihr natürlich Fragen habt. Der Clever Gnome steht euch auch jetzt nach der Sommerpause wieder zur Verfügung. An leicht anderer Position, das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Und zwar gibt es ihn jetzt im Forum. Geht ins Giga-Forum, dort findet ihr einen Thread zum Clever Gnome. Postet da eure Fragen rein und am Ende der Sendung werden wir natürlich wieder darauf eingehen. Gesunkene Schiffe, natürlich Allianzschiffe, ja, die hier an den Klippen zerschellt sind und richtig viel Eis und Frost bilden so ein bisschen das thematische Schema von der Drachenöde. Northrend ja eher vom Grafiklook auch weg von diesem kunterbunten der Scherbenwelt. Das hat ja viele Spieler aufgestoßen, dass man da so richtig quietschbunt geworden ist, so viele lila Töne, Violetttöne. Und da ist es natürlich jetzt sehr, sehr erfrischend, dass Blizzard so ein bisschen düsterer wieder geworden ist. Ja, und sehr, sehr eisig. Tatsächlich, der gesamte Kontinent natürlich mit hinter dem Ice Crown Glacier als Epizentrum, wo man Arthas irgendwann begegnen wird und die Endschlacht gegen Arthas führen wird. Natürlich ein sehr zugefrorener Kontinent, einfach durch den Lichtkönig, der sehr viel mit Eis. Er liegt ja auch im Norden, ne? Ja, und der auch sehr viel mit Eis zu tun hat. Also insofern echt alles bisher sehr, sehr stimmig, was wir gesehen haben. Leider kann ich hier das Ganze nicht beschleunigen, weil ich kann ja nicht schneller fliegen, als ich jetzt tue. Man kann übrigens erst, vielleicht wichtig zu wissen für dich, mit 74 fliegen. Kriegt dafür einen Quest oder macht dann einen Quest? Kostet auch nicht viel. Also kostet eigentlich gar nichts. Das ist das Schöne. Man damals kriegt noch Geld dafür. Kostete Flugreiten ja richtig viel. Jetzt kriegt man es ab Level 77 automatisch mit einem Quest und ab dann ist auch wieder die gesamte Welt in Northrend für euch und eure Flugmounts verfügbar. Bis auf Dalaran. In Shadrath kann man fliegen, in Dalaran nicht. Warum auch immer. Hier sind wir am Würmruh-Tempel. Auch das ein Instanzkomplex. Fliegen noch mal ein bisschen weiter, weil ich will euch noch den Blick auf sehr viele tote Drachengebeine ermöglichen und Frostwürme. Aber vielleicht, obwohl das mit dem Schatten können wir nachher auch noch in dem anderen Teil zeigen. Da will ich noch einmal durchfliegen, durch dieses Grüne. Das ist nämlich echt schön. Ein wirklich. Also das ist, schau, wie sich hier die Landschaft ändert.
Fällt dir da unten an dem Schatten übrigens was auf? Das ist das, worauf ich gerade auf hinaus wollte. Ja, aber es ist erkennbar. Stimmt, es ist nicht mehr so ein matschiger Fleck. Ja, es sind Schattenflecken. Es sind erkennbare Schatten, die einzelnen Strukturen auch wirklich wiedergeben. So, wir könnten dann noch in die boreanische Tundra fliegen, lassen das aber erstmal. Und zeigen euch kurz etwas anderes. Und zwar, das Addon der Woche, eine der beliebtesten Kategorien hier bei WoW. Deswegen haben wir uns gedacht, nach der Sommerpause, auch das müssen wir wieder ins Programm nehmen, neben dem Clever Gnome. Und das Addon der Woche beschäftigt sich jede Woche mit einem Addon, das euer Leben in der World of Warcraft natürlich ein bisschen vereinfacht, ein bisschen verschönert oder ein bisschen lustiger gestaltet. Da gibt es ja zig Sorten von Add-ons und wir haben da wieder eins rausgesucht und dieses Add-on der Woche, das ist quasi der Nachfolger von einem Add-on, was du hier damals, da war ich im Urlaub, hattest du es vorgestellt und hinterher haben alle nur noch von diesem einen Add-on gesprochen, das total super war und alle nur gefragt haben, was war das für ein Add-on und heute gibt es den zweiten Teil, beziehungsweise den Nachfolger.